The first time it happened, I was 10. It was an accident. The second time I meant to last it out and not come back at all. I rocked shut as a seashell. They had to call and call and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. Es war ein verrückter Schülersommer. In dieser Sommer hatte die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhlgang und ich nicht wusste, was ich in New York eigentlich wollte. Angeblich erlebe ich gerade die schönste Zeit meines Lebens. Sieh einer an, was in diesem Land alles passieren kann. Da lebt ein Mädchen 19 Jahre lang in irgendeinem abgelegenen Kaff und ist so arm, dass sie sich noch nicht einmal eine Illustrierte leisten kann. Aber dann bekommt sie ein Stipendium fürs College, gewinnt hier einen Preis und da einen Preis. Und am Ende hat sie New York im Griff, wie das Lenkrad ihres eigenen Wagens. Das Problem ist nur, dass ich gar nichts im Griff habe, nicht einmal mich selbst. Ich brauche Erfahrung. Wie kann ich über das Leben schreiben, wenn ich noch nie eine Liebschaft gehabt, noch nie ein Kind bekommen, noch nie jemanden sterben sehen habe? Dunkelheit. Ich spüre ein Zimmer um mich herum. Es ist groß. Die Fenster sind offen. Mein Körper schwebt gewichtslos zwischen dünnen Lagen. Wenn ich die Augen öffne, werde ich Formen und Farben sehen, die sich wie Krankenschwestern über mich beugen. Ich öffne die Augen. Unsinn, wer hat Ihnen das gesagt? Die Schwester? Sie haben ein großes Glück gehabt. Ihr Segen, Herr Möge, ist völlig in Ordnung. Ich sehe überhaupt nicht, wo das Problem liegt. Es ist gar kein Spiel. Es ist ein Bild. Nirgends bin ich so sehr eins mit mir wie in einem heißen Bad. Ich glaube nicht an die Taufe, an Jordanwasser oder dergleichen, aber ich vermute, ein heißes Bad ist für mich ungefähr das, was für religiöse Menschen das Weihwasser ist.